Und welchen Tipp hättest du gerne von Anfang an bekommen? Mach dich nie selbstständig. Das war der Tipp von Markus Bratz. Also vielleicht nur mal das Konzept, also warum so eine Beichelatmosphäre gemischt mit gehobener Küche? Für mich war immer, also ich wollte immer Bistronomie machen. Das ist ungezwungene Atmosphäre, alles was zum guten Essen, zum guten Trinken nicht dazugehört, wird einfach weggestrichen. Wie schon erwähnt, man nimmt sich das Besteck selber, man schenkt sich das Wasser nach. Also es ist wirklich Fokus nur auf den Geschmack. Das ist immer 100% Geschmack, 0% Gschiste, Gschaste. Also all das, was man mit gehobener Küche, mit diesem Steifen verbindet, wollten wir eigentlich bewusst weglassen. Die Atmosphäre für mich ist... Also Bistronomie würden jetzt die Franzosen dazu sagen. Und das Bistro in Frankreich ist für mich das Beisel in Wien. Das ist quasi die Übersetzung. Wie es dazu gekommen ist, war natürlich auch ein bisschen glücklicher Zufall. Es ist irgendwann mal drüber gestolpert, hier hineinkommen und haben gesagt, das hat schon mal gelebt, das hat Seele. Das kennt jeder, das ist irgendwie gelernt. Und deswegen ist es zu dem Lokal im Besonderen gekommen. Ne? Von der Größe war es so, dass ich gesagt habe, das ist, glaube ich, die Auslastung, die man permanent halten kann, weil nichts ist schlimmer als ein leeres Lokal. Also für die Gäste wie auch für die Küche. Da schaust dich dann an und dann ist der Fahrt und dann passieren auch einfach Fehler. Und deswegen, die Größenordnung ist genau so, dass wir alle zu dritt auf unserer Betriebstemperatur rennen, auf der optimalen sozusagen, um da die beste Leistung einfach für den Gast zu bringen. Das ist von der Größenordnung her. Ja, du hast ja gesagt, ihr seid zu dritt. Genau. Ja. Wie stellt ihr euer Team zusammen und wie ist die Aufgabenverteilung? Ja, das ist ganz, ganz leicht erklärt. Also der Florian Fitt, der war lustigerweise, ich bin ein Spätberufener, ein Quereinsteiger, habe ursprünglich was anderes gemacht und also Wirtschaft studiert und dann habe irgendwann mir gedacht, okay, jetzt, also war auch als Unternehmensberater eine Zeitl angestellt und irgendwann kam der Wunsch, okay, ich möchte mal richtig gut Geld verdienen und nicht so viel arbeiten. Ist ja klar, ist, Küche, das ist der erste Job, den man anfängt. Ne? Und habe dann die Lehre angefangen beim Markus Bratz, Bratz und Sohn, im 20. Bezirk. Und lustigerweise war der Flo dort eben Sous-Chef zu dem Zeitpunkt. Ja? Und wenn er gut aufgelegt ist, sagt er, dass ich sein bester Lehrling war. Ja? Also das passiert halt leider selten. Ne? Der kantige Viertel. Gell? Und ja, so haben wir uns einmal kennengelernt und dann haben sich die Wege irgendwie getrennt. Er hat aufgehört, hat was anderes gemacht zwischendurch. Ich habe die Lehre fertig gemacht, habe dann ein paar Praktika im Ausland gemacht und irgendwie war ich dann den Lukas Bratz in der Cordoba besuchen und er hat gesagt, hey, red ich mal mit Flo zusammen, vielleicht wäre das was. Und wir haben es dann zusammengerufen und irgendwie war es eine glückliche Fügung des Schicksals. Und es hat sich wirklich so ergeben und er hat dann geholfen, hier zu renovieren und ja, wir verfluchen die Tage bis heute. Zum Beispiel die Schank haben wir mit der Hand schleifen müssen, weil es... Es war ein altes Beisel, es war relativ alt, sind in Pension gegangen, die Vorbesitzer. Es war ein Raucherlokal, es wurde viel getrunken und relativ selten geputzt. Also kann man sich vorstellen, ne? Es war eine Herkulesaufgabe. Wir haben, glaube ich, eine Woche durchgeschliffen, dass die so wieder ausschaut, wie sie jetzt ist. Das war die erste Geschichte. Und den Clemens haben wir über unseren vorigen Sommelier kennengelernt, der jetzt auch die Branche wechselt und einen zweiten Bildungsweg startet, dem wollte ich natürlich nicht im Wege stehen, weil ja, ich bin ja das beste oder schlechteste Beispiel für solche blöden Ideen. Und ja, es ist ganz einfach so. Wir zwei machen die Küche, Flo ein bisschen im Hintergrund, ich bin so das Bindeglied zum Service, ich serviere in der Regel, erkläre die Dinge, Rückfragen einfach da, bin ein bisschen das Gesicht des Ganzen, das war mir auch immer wichtig, dass das Ganze auch ein Gesicht hat, weil es ist halt einfach so, Mitarbeiter kommen und gehen, aber irgendwie muss eine Linie bestehen bleiben. Und Clemens macht mein Service, alles was dazugehört. Einfach sein Job ist, den Gästen jeden Wunsch von den Augen abzulesen, so auf den einfachen Nenner gebracht. Wie gesagt, Besteck nimmt man sich selber, das ist sehr angenehm. Das heißt, es geht wirklich darum, die Gäste glücklich zu machen. Okay. Und wenn ich jetzt bei euch Gast bin, wie läuft das ab? Was darf ich mal warten? Was kriege ich am Tisch? Also im Prinzip, die erste Annäherung ist, ich erkläre mal, was wir tun. Wir machen Überraschungsmenüs, 5 bis 7 Gänge. Es gibt 2 Fragen, die das Ganze strukturieren. Wie groß ist die Neugierde?
Hunger spielt natürlich auch eine Rolle. Das bestimmt dann den Umfang, das ist die Anzahl der Gänge. Zweite Frage, gibt es irgendwas, was nicht gegessen wird? Das bestimmt den Inhalt. Das war es einmal von mir. Das ist so das Ausschlussprinzip. Und was man sich dann erwarten kann, ja, also, wie schon erwähnt, wir versuchen einfach, unsere Persönlichkeit auf den Teller zu bringen. Das heißt, das sind dann Kombinationen, die vielleicht nicht alltäglich sind, die man sich aus einer Karte vermutlich nie aussuchen wird. Aber gerade das ist das Spannende, wenn man essen geht, dass man einfach Dinge oder Kombinationen sieht, an die man vielleicht selber nicht denken würde. Weil, ja, Schnitzel mit Erdäpfelsalat. Ja, das gibt es bei uns nicht zum Beispiel. Auch kein Gulaschmenü. Die Frage kommt auch ab und zu. Okay. Magst du mal sagen, wie oft ihr das wechselt, ja, wie ihr da aussucht? Ja, also wir versuchen ein bis zwei Gerichte die Woche auszutauschen. Das funktioniert eigentlich in der Regel im engen Dialog mit unseren Produzenten, den Lieferanten. Die sagen jetzt, da kommt der Bauer Michel vorbei und sagt, jetzt habe ich so einen jungen Gucker raus, war die nächsten zwei Wochen traumhaft, dann muss ich es einmal probieren. Ne? Und dadurch sind wir einfach inspiriert und kreieren dadurch entweder ein kleines Gericht, wie das, was wir vorhin fotografiert haben, oder es wird halt was Größeres draus. Also enger Dialog mit den Produzenten, dann ist immer irgendwo ein Hauptprodukt, das wir im Hinterkopf haben und sagen, okay, jetzt würde ich gerne mal Taube verarbeiten, ne? Oder jetzt würde ich gerne mal Taschenkrebs hernehmen, solche Dinge. Also wir möchten die Grundprodukte, Gemüse immer saisonal und regional beziehen, aber sonst wollen wir uns jetzt überhaupt nicht einschränken. Also wir würzen mit Pfeffer und Zitrone, also das ist überhaupt kein dogmatischer Ansatz, sondern es geht einfach darum, das beste Produkt zum Gast zu bringen. Wo es jetzt herkommt, ist jetzt für uns nicht unbedingt vordergründig. Okay. Nochmal vielleicht zum Team. Also, so wie ich es mitgekriegt habe, Sie hat der Flo ein bisschen dein Work-Wife. Ja. Kommt es da oft zu Zankereien, beziehungsweise ist die wirkliche Frau zu Hause oder manchmal eifersüchtig, oder? Ja, die ist ja eifersüchtig, weil ich habe ohnehin gesagt, ich möchte nach Paris fahren. Hat sie gesagt, sie will nicht nach Paris, gefällt ihr nicht. Hat gesagt, dann fahre ich mit ihm. Und dann war es eifersüchtig. Dann habe ich gesagt, das geht nicht. Ja, eben. Nein, sie ist nicht dabei. Nein. Ja, weiß nicht, wir verstehen uns eigentlich recht gut. Manchmal gibt es so Momente, wenn man jetzt wirklich wenn man lang keinen Urlaub gehabt hat, dass man irgendwie, oder gegen das Wochenende, wird es ein bisschen einsilbiger, sagen wir so. Sonst wird halt viel geplappert und viel Blödsinn geredet. Aber in Wirklichkeit glaube ich, dass es darum geht, dass man einfach zusammen Spaß hat in der Arbeit, weil es ist halt einfach ein anstrengender, teilweise zacher Job. Es ist körperlich anstrengend, es ist Stress, es muss immer alles gleich passieren, es geht immer alles gleichzeitig weiter. Das heißt, da ist für mich ganz wichtig, dass man einfach im Team Spaß hat, dass der Schmäh rennt und dass es sich nicht immer wie Arbeiten anfühlt. Das ist einfach wichtig. Für mich ist es ja generell so, ich kenne ja einen Büroalltag und so weiter, und dort war es so, dass ich mich immer ins Büro geschleppt habe und mir gedacht habe, na servus, jetzt muss ich das noch 35 Jahre sicher machen, wie mache ich das, wie packe ich das. Ja? Das für mich, es ist ja selbstbestimmt, ich habe es mir ausgesucht und es ist halt einfach meine Leidenschaft und es macht mir einfach Spaß. Das heißt, sicher gibt es harte Zeiten und es ist mühsam, aber ja, es macht auch viel Spaß. Und ja, wenn man am Ende des Tages einfach sieht, dass man Gäste glücklich macht mit dem, was man tut, weil man hat ein direktes Feedback, ja, was gibt Schöneres in Wirklichkeit? Okay. Und eben nach 2,5 Jahren seid ihr jetzt, glaube ich, ja. Was ist so die Rückmeldungen, wie waren die generell und wie ist deine Bilanz nach den ersten 2,5 Jahren? Ja, es ist verrückt in Wirklichkeit. Also ich habe es vorhin schon ein bisschen angerissen. Wir wollten mal schauen, wie funktioniert das Ganze. Zu dritt geht sich das aus. Bistronomie gab es zu dem Zeitpunkt in Wien eigentlich nicht. War international war es natürlich ein Thema. Bei uns nur stiefmütterlich. Und dann auch noch Überraschungsmenüs. Das heißt, wir haben überhaupt keine Ahnung gehabt, wie das Ganze funktionieren wird. Und hatten aber und wollten überhaupt nichts PR-technisch machen, weil wir nicht starten, schauen, wie das funktioniert. Und dann war es so, dass am ersten Tag die Anna Burkhardt von der Presse da war, weil da die Eltern irgendwo in der Gegend wohnen, sie zufällig hineingestolpert ist, mehr oder minder. Und am nächsten Tag war der Severin Corti vom Standard da, der das von irgendwem gesteckt bekommen hat. Und seitdem war es war verrückt in Wirklichkeit. Also viele Leute kämpfen, dass sie ihr Restaurant vollkriegen. Wir waren dann
teilweise 3 Monate ausgebucht, mit Wartelisten elendslang und das Ganze eigentlich 1,5 Jahre wirklich jeden Tag knallvoll. Und sowas kann man sich nur wünschen. Das hat natürlich unsere Erwartungen oder meine Erwartungen bei Weitem übertroffen. Was ich oft so lustig finde, ich glaube, dass wir jetzt viel besser kochen als damals. Also ich glaube, das hat sich extrem entwickelt. War meine erste Position als Küchenchef. Da brauchst du ein bisschen, dass du einfach deine Stilistik findest. Wir kommen einfach darauf, okay, wir wollen puristischer kochen, wir wollen ein bisschen straighter kochen, ein bisschen mehr auf die Produkte schauen. Und es zeigt sich einfach, dass Sachen weglassen ist eigentlich viel schwieriger als irgendwas dazu tun. Also das ist so für mich das Resümee der letzten 2,5 Jahre, dass wir einfach stilistisch, glaube ich, noch dran feilen, was wir tun, aber aus meiner Sicht laufend besser werden. Also Stammgäste sagen auch immer, also so gut wie jetzt war es eigentlich noch nie. Das ist einfach für uns auch ein Indiz, dass wir uns weiter verbessern und dass es noch weitergeht. Also ich glaube, der Plafond ist nicht erreicht und wir haben noch genug blöde Ideen im Köcher sozusagen. Ja. Was ist dein liebster Gegenstand in der Küche? Der Schüttel. Okay. Gesundheit oder Geschmack, was ist wichtiger? Geschmack. Okay. Das fragt sein Co. Was macht einen großartigen Chef aus? Das weiß ich nicht. Und welchen Tipp hättest du gerne von Anfang an bekommen? Mach dich nie selbstständig. Das war der Tipp von Markus Bratz. Okay.